Und Bacardi Royal, fünftes und letztes Pferd. 500 Meter jetzt zurückgelegt, als 18:0, die sind wirklich nicht zu schnell. Erst in Zwischenzeit, Kofis fliegen weiterhin an der Spitze. Vor Bacardi Royal, außen taucht jetzt der Express auf und kommt Mitte der Gradlinie der Element vorbei an die Spitze des Feldes. Und wird die Pferde jetzt auch auf die Spitze vorführen. 1200 Meter sind jetzt. Der BSG Sir Express aus dem Stall Express. Michael Ninschik, der deutsche Champion im Sulky. Wolfgang Ninschik, der deutsche Trainer-Champion, verantwortlich für Sir Express. Und den Sieg, den haben Sie gerade schon live und Farbe gesehen und gehört. Jean Hüls, ein Mann, der seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten schon im Sport dabei ist. Und die meisten seiner Pferde heißen mit Vornamen entweder Sir oder Lady. Also das ist noch ein Hinweis, ein Sir oder eine Lady. Und hier haben wir einen Sir, nämlich den Sir Express. Gratulation an das gesamte Team rund um dieses tolle Pferd. Definitiv verrückt werden und wir wollen mit den Top-Fahrern reden, denn das ist Michael Ninschik, der hier als Goldhelm jetzt den Zweitagserfolg feiern kann. Gib uns mal deinen Eindruck dieses Rennens. Ja, ich habe von vornherein gesagt, wir wollen ein bisschen offensiver zur Sache gehen und heute auch das Rennen nach vorne gestalten und ja, wo wir stehen im Nacken. Die ist eine ganz tolle Shooter und die letzte gerade war wirklich schnell, aber es wäre jetzt besser, wenn auf den letzten 100 Meter seine ganze Klasse ausgespielt hat. Jetzt wirst du ja auch gleich vor die Bühne gehen und Ross Anthony und Marie Wegener bestaunen, da freuen wir uns schon sehr drauf. Und danach geht's in den Bildpokal. Tsunami Diamant, ein ehemaliger Derby-Sieger, der jetzt gleich hier die Farben für dich versucht, ja, ganz nach vorne zu tragen. Ja, realistisch ist sein nächster Sieg. Ja, aus der zweiten Reihe natürlich nicht ganz einfach, aber ich denke, das ist ein ausgeglichenes Feld, wo vieles jetzt durch den Ausfall von Officer Stevens auch am Ende auf den Rennverlauf ankommt. Michael, reden wir über die wichtigen Dinge im Leben. Das ist zum einen der Pferderennsport, aber auch der Fußball, gerade hier in Gelsenkirchen. Du bist ein bekennender Fan von Borussia Mönchengladbach, da hast du ja gerade eine Menge Spaß. Ja, nicht so viel Spaß. Was ist los bei euch? Ihr seid ja fast so schlecht wie Schalke. Wobei Schalke gewonnen hat wenigstens. Ja, das stimmt. Wir sind aber ja, noch im Mittelmaß. Aber ja, läuft nicht so rund, kommen auch wieder andere Zeit. Definitiv. Man darf auch durchaus sagen, du hattest über Jahre auf den Helm auf Borussia Mönchengladbach. Jetzt ist Omi, glaube ich, drauf. Oder soll die Fohlen bald wieder auf den Helm kommen? Nee, Omi ist drauf und bleibt da. Sehr gut. Dann hat hoffentlich die Hoffnung gleich auf den Sieg im Bildpokal. Auf jeden Fall hast du das Rennen zuvor schon gewonnen, den Preis der BSG. Und du kriegst nochmal einen dicken Applaus. Hier ist Sir Express und Michael Ninschik.